Hey, ich bin's Mike von Timo White. Ich gucke mir gerade ein paar Kommentare an. Ich weiß eigentlich aus dem Kopf, aber ich habe gerade einen Namen leider vergessen. Ich wollte dich Krümelmonster nennen, Johannes, tut mir leid. Aber wir machen das so. Ich habe ja gesagt, okay, wenn genug Leute mitmachen, verlosen wir 10.000 Keys, ja. Aber es haben nur drei mitgemacht und das waren Michel, Fabian und Johannes. Also Busfahrer Bahil, Johannes und Michel. Deswegen schenken wir jedem einen Key, denn es ist Weihnachten und bei mir gab es gerade Bescherung und dann ist man sowieso mal ein bisschen besser drauf, wenn man Geschenke gekriegt hat. Okay, es stimmen nicht mehr alle Bilder im Hintergrund, ich habe das jetzt gerade vergessen zu ändern. Aber das sind auch nur zwei Spiele, aber ist ja auch nicht schlimm. Es gibt noch 32 Spiele zur Auswahl. Und wir machen das wie jedes Mal auch, ihr habt ja alles schon mitgemacht, also kennt ihr die Regeln. Wir machen das jetzt im Schnelldurchlauf, aber bevor wir das machen, danke, dass ihr alle mitgemacht habt. Ja, schöne Weihnachten, frohes neues Jahr wünschen wir euch schon mal. Es werden jetzt bis Silvester wahrscheinlich keine Videos kommen, aber nächstes Jahr wollen wir dann wieder durchstarten. Das ist, wie ich schon mal erklärt habe, ist so eine Art Vorsatz für Team Aurora White. Und deswegen lassen wir uns jetzt noch ein bisschen Zeit, also eine Woche Zeit, die eine Woche. Und dann nächstes Jahr geht's in die Startlöcher so ungefähr. Da wird es nicht jeden Tag ein Video geben wahrscheinlich. Aber auf jeden Fall mehr als davor. Und was soll ich sagen? Wir würden uns freuen, wenn ihr weiter dran bleibt. Ich habe noch genug Keys zum Abgeben. Ich meine, es sind dann noch 29 Keys. Und es kommen auch bestimmt wieder mal eins, zwei Keys dazu und ja, ihr könnt dranbleiben. Wie gesagt, sagt euren Freunden Bescheid. Vielleicht stehen die auch auf YouTube-Videos, vielleicht gucken die auch dann irgendwann gern uns. Ihr kennt das ja, es freut uns natürlich immer mehr, wenn es auch Leute sehen, was wir machen, weil wenn wir es einfach hochladen und keiner guckt, ist ja auch scheiße, aber trotzdem, danke, dass ihr drei da seid und ich halte euch jetzt nicht lange auf. Ja, ich habe es schon wieder eingeblendet. Generieren. Wir ziehen die Zahl. A Reihenfolge. Wir machen das wieder. ABC, also Busfahrer. Johannes. Michel. Musste gerade kurz das ABC durchgehen. 1 Busfahrer Bahil, 2 Johannes, 3 Michel. 1, 2, 3. Oh, Spiel 1. Nochmal Adventures of Van Helsing Final Cut. Ich glaube, letztes Mal hat das Johannes gewonnen. Du kennst das, ja. Guck, ob du es haben willst. Wenn du es nicht haben willst, dann nicht. Ich habe wahrscheinlich letztes Mal vergessen, Trailer zu verlinken, ist mir gerade eingefallen. Aber diesmal mache ich es. Diesmal mache ich es wirklich. Wenn ich es vergesse, dann kriegt ihr beide Spiele geschenkt. Aber ich vergesse das diesmal nicht. Aber ich auf jeden Fall kann es gerne dann nochmal würfeln, kennst du ja. Johannes, your turn. 3, 2, 1. Shelter 2. Das ist so mit Wölfen. Und du spielst Wolf und ich liebe Wölfe und deswegen ist das eigentlich auch ein richtig geiles Spiel für mich. Ich weiß nicht, ob es dir gefällt. Vielleicht liebst du Wölfe nicht so wie ich. Aber kannst du auf jeden Fall auch mal ein bisschen Gameplay oder einen Trailer angucken. Selbe Regeln wie immer. 3, 2, 1 für Michel. Die Nummer 4 ist Endless Legend. Die Classic Edition. Ich glaube, das ist einfach Endless Legend. Weiß nicht, was Classic Edition bedeuten soll. Auf jeden Fall, Endless Legend ist so ein Strategy Game mit diesen Hexagons. Und guck dir am besten Gameplay an. Ich kann sowas eh nicht erklären, ja. Ich merke mir die Spiele schon mal für euch vor. So, bam, bam. Die 22. Das wollte ich natürlich nicht. Das wollte ich nicht. Egal. Okay, irgendwas läuft hier nicht so, wie ich will. Dankeschön. Danke, dass du nicht so läufst, wie ich möchte. Dann machen wir das Show. Endless Legend. Die 22 mit Shelter. Meldet euch in den Kommentaren, ich schreibe euch eine Nachricht. Ja.
Aber ihr könnt gerne in den Kommentaren antworten. Dann würde ich sagen, sehen wir uns at the next time, ja, beim nächsten Video. Und noch schöne Weihnachten. Das ist das Mikro übrigens.